Herzlich willkommen zurück beim Miss Survival. Beim letzten Mal haben wir uns gerade so hier in den Turm geschleppt. Und da geht's auch direkt weiter. Das heißt, ich würde sagen, ich glaube, wir haben hier noch einen Wolf rumliegen. Oh, der Wolf ist despawned. Oder habe ich den unten gelassen? Ich glaube, jetzt ist mir noch im Einloggen der Wolf despawned, den ich mühevoll nach oben geschleppt habe. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein bisschen Fleisch, aber nichts Frisches mehr. Das heißt, wir essen kurz. Oh Gott, dieses Chaos hier. Gut, dass wir noch ein Lämpchen jetzt dabei haben. Und ich muss mir unbedingt diesen Wasserreiniger mal aufbauen. Aber in dem Chaos hier weiß ich gar nicht, wo ich den jetzt reinstellen soll. Hier hinten? Kannst du das Holz hier wegmachen? Nö. Dann würde ich ihn einfach davor stellen. Der Platz ist ja eh erstmal ungenutzt. Und es ist ja auch nur eine Base für den Anfang. Wir ziehen ja später auf jeden Fall nochmal um. Also mindestens einmal. So, warte mal. Ach, übrigens, ich habe ja den Karren gesucht beim letzten Mal, ne? Hier bin ich gar nicht gewesen. Hier sind nämlich auch noch so ein paar neue Sachen, inklusive so ein 300-Liter-Tank für Wasser, mit dem man auch irgendwie bewässern kann, wie es aussieht. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Oh. Aha, gibt es also doch einen Karren. Sollen wir mal gucken, ob wir uns so ein Basic-Kart vielleicht mal aufbauen. Allerdings sind wir auch nicht mehr so weit vom Auto weg. Ich würde sagen, das versuchen wir uns in der Runde noch aufzubauen. Also erstmal geht's los mit diesem. Wo ist er denn hier? Der Wasserdestille. Müssen uns unbedingt selbst Wasser herstellen. Ja, jetzt heißt es allerdings auch erstmal ein bisschen was zusammensuchen. Aber wenn wir jetzt schon mal ein paar Materialien verbrauchen, ist das ja wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste. Den Eimer habe ich jetzt bestimmt unten, ne? Im Schrank, den habe ich noch nicht hochgebracht. Dann nehmen wir uns mal das Wichtigste raus. Wo ist denn der Wolf? Ist noch ein Zahnrad, das kannst du bestimmt gebrauchen. So. Hier ist der Eimer, den brauchen wir. Das erstmal nicht so. Willst du Feuerholz mit hochnehmen? Das brauchen wir dann auch. Hier noch was drin? Passt schon, einmal haben wir. Dann können wir das Teilchen aufbauen. Brauchen wir was? Nö, kein Tool required. Ach, die Steine. Dann müssen wir unbedingt gleich essen und trinken. Scheiße, mir fehlen drei Steine. Nein, und die Lampe ist aus. Oh Gott, das wird mir noch tausendmal. Battery is dead. Das wird mir noch tausendmal passieren. Okay. Ich hole nur ganz kurz noch die Steine hoch, dann legen wir uns erstmal hin. Das macht ja keinen Sinn, man sieht hier gar nichts. Schnell wieder hochgeflitzt, nicht groß umgucken. Nicht, dass sich irgendwas wegsmasht. So, Dille. Gönn dir mal hier die Dose schon mal, wenn ich ganz so auf dem Trocknen sitzt.
Die bringt ja ein bisschen Nahrung und Wasser. Ich würde nämlich gern die Distille, bevor ich schlafen gehe, noch anwerfen. Ist ja erst 20 Uhr, das können wir locker schaffen. Sodele. Den Eimer hast du jetzt verbaut, ne? Mit dem du da Wasser reinschöpfen wolltest. Und ich glaube, wir haben sonst nichts anderes. Nee, das ist aber ungünstig. Ja, gut, dann verschieben wir das nochmal eine Runde. Reicht das? Komm, ich esse die Dose jetzt auch noch. Draußen der abgehängte Wolf ist leider noch nicht durchgetrocknet. Also müssen wir die wertvollen Dosen erstmal aufbrauchen. Das reicht aber, um durch die Nacht zu kommen. Wir schlafen erstmal eine Runde. Wie spät hast du? 20 Uhr. Musst du mal 9 Stunden knacken? Kurz vor 6 ist es noch ein bisschen. Willst du noch eine Stunde machen? Ja, komm, eine Stunde kommt jetzt auch nicht drauf an. Ich drehe mich nochmal rum. So, puh. Alles klar. Dann. Junge, Junge, diese Wölfe sind ja lästig. Das ist roh. Und das hier, ist das auch roh? Ah, das ist auch roh. Schade eigentlich. Hier war noch ein bisschen Platz drin. Ich müsste mir noch mal eine Dose mitnehmen zu essen. Wir ziehen jetzt direkt los. Ich nehme alles mit, was wir für ein Auto brauchen. Und wir versuchen einfach den Rest in der kleinen Stadt da zu looten. Und vielleicht finden wir da auch eine Wasserpulle. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Das werden wir essen. Ach, die haben eine andere Haltbarkeit, ne? Deswegen kannst du die nicht stapeln. So, Speer ist noch okay. Ich glaube, das passt. Dann brauchen wir den Reifen. Warte mal. Brauche ich die Zündkerze? Hier nicht. Hier wäre noch eine frische Axt, falls du die irgendwie unterwegs nochmal brauchen könntest. Also habe ich die Zündkerze gelassen. Ja, hier liegt sie doch. Zwei Reifen, Zündkerze und eine Batterie. Nimm doch die einfach mit, das passt doch. Das heißt, wir brauchen zwei Reifen und einen Motor, um uns das Auto aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt gibt. Essen, Trinken haben wir noch dabei. Ja, komm, wir ziehen los. Ach, guck mal. Dann, wenn wir zurückkommen, ist auch das Fleisch durch. Sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall was zu essen noch da. Müssen uns dann nur um Wasser kümmern. Diese Wölfe hier an jeder Ecke. Gucken, ob wir noch irgendwelche wichtigen Dinge haben, aber eigentlich nicht. Wo läuft denn der schon wieder rum, der alte Streuner? Ich sehe ihn gerade nicht. Was abzischen. Würde ich sagen, einfach Daumen drücken und durchziehen, ne? Ist ein ganz schönes Stück Weg, aber wir finden da unten bestimmt eine kleine Ecke, wo wir zur Not auch einen Mist überstehen können. Alter Schwede, das ist ein ganz schöner Schleif.
Aber wenn alles optimal läuft, was es ja eigentlich nie tut, können wir zurückfahren. Okay, keine Bären hier. Bin doch mal gespannt, ob irgendwelche Banditen in der City jetzt hier sind. Da ist auch die Brille auf. Die klotzen dich weg. Da guckst du, so schnell kannst du gar nicht gucken. So, guck dich erstmal ein bisschen um. Das Wichtigste wäre ja überhaupt, ob der Pickup noch hier ist, ne? Ist ja schon mal keine Banditen. Das ist schon mal sehr gut. Was ist denn da hinten? Oh, hier ist auch was Neues. Hab schon gedacht, das Tor, da kennst du doch gar nicht. Da geht's auch noch mal zu einer Farm. Aber komm, hau mal rein. Wir müssen als erstes jetzt mal uns ums Auto kümmern. Ist es noch da? Warte mal, was ist denn hier jetzt für ein Siff? Hier ist eine ganz eklige Bude. Ja, sind auch ein paar Gäste drin. Wo waren das? Da, es steht da noch. Hier unter dem Holzverschlag. Wo wir in der letzten Staffel den Wagen geholt haben. Sehr nice. Hast du schon irgendwo was, wo du flüchten kannst? Bin jetzt beim Zusammenbauen hier, weißt du, so Mist und so. Kommt halt kein Mist um 7 Uhr morgens. Sagte er voller Überzeugung. Und, geht's los? Nö. Zwei Reifen haben wir dran geschraubt. Zündkerze ballern wir rein. Batterie anklemmen, 5 Minuten. So, ein Motor, zwei Reifen. Und ein bisschen Sprit haben wir ja dabei im Kanister. Das heißt, wir gehen mal hinten zur Werkstatt. Die da. Und hier liegt der Hammer, den wir brauchen. Ganz einsam und verlassen hat einer seinen Vorschlaghammer hier hingestellt. Wir können gut gebrauchen. So. Okay. Hier hat jetzt wieder ein Zombie einen Furz gelassen. Das heißt, wir werden die Gasmaske brauchen. Ja, 100% mit T benutzen. Sonst kriegen wir Schaden. Wollen wir mal gucken, wie schlimm das wäre? Wow, okay. Da kommt es nicht weit. Also Gasmaske auf. Und gucken, ob der Motor noch da liegt, wo ich ihn vermute. Scheiße, war der nicht hier irgendwo? Hier. Ah, ich wusste nicht mehr hundertprozentig, wo er ist. Okay. Warte mal, sind hier keine Zombies? Aber hier gibt es auch nichts weiter. Okay. Dann würde ich jetzt nicht mehr Gasmaske verschwenden. Wir zischen direkt wieder weg. Außer wir noch irgendwo einen Reifen. Aber auf die Schnelle
Haben wir jetzt hier keinen gesehen. So, Gasmaske runter. Check. Motor haben wir. Ist natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn du weißt, wo du gucken musst. Das ist auch alles neu hier drüben. Aber wie gesagt, lass dich nicht ablenken. Das machen wir alles schön nach und nach. Jeder Bereich kriegt ja seine Folge. hier ist... nee, scheiße, ich dachte, da wären Reifen. Oh, da ist nochmal ein Filter für eine Gasmaske. Hier ist ein Reifen. Mega. Und die Flasche lasse ich jetzt erstmal hier. Feuerlöscher können wir nicht. Ich hätte jetzt gar nicht so viel looten. Ein bisschen Platz hätten wir noch. Was? Too much weight. Can't run. Oh, der Motor ist so schwer. Ja, dann müssen wir den erst einbauen. Jetzt geht's los, dass wir hier schon mit Gewichten Probleme haben. Und du weißt immer noch nicht, wo du hinrennen kannst, wenn Mist ist. Wir schon irgendwo drauf kommen. Ah, hier ist nochmal eine Batterie. Schade. Ja, den einen Reifen finden wir hier noch. Jetzt erstmal den Motor reindengeln, ohne dass was Größeres passiert. 20 Minuten. Und den einen Reifen. Er genießt es, mich zu ärgern. Okay. Ein Reifen noch, Leute. Messerchen. Ich hoffe, wir finden hier noch einen. Ich meine, hier gab es ein, zwei. Aber ich weiß es natürlich nicht mehr. Hm, lecker. General Store? Das scheint mir leer zu sein. Hier ist ein bisschen was drin. Keine Zombies, wie es aussieht. Hm. Bisschen Munition. Eigentlich wollte ich ja nicht groß looten, aber wir müssen ja suchen. Den Reifen noch suchen. Na, nicht diesig werden jetzt hier bitte. Oh, wir müssen was trinken. Hm, an das Auto können wir nicht. Oh, da sind auch Zombies drin. Okay. Was ist da oben noch? Auch nochmal eine Scheune. Junge, Junge. Also ja, es gibt tatsächlich einiges, was man hier neu entdecken kann. Nicht das, danke. Ohne in den Nebel zu kommen. So, jetzt gib mir doch nochmal einen Reifen, bitte. Hier eine Menge Baumaterial. Das ist ja tatsächlich nicht schlecht. Meetst du? Eigentlich ja mega gut. Ich habe auch gar keinen Platz mehr, sehe ich gerade.
Baseballschläger. Also ich hätte noch eine Chance hier an dem Auto, glaube ich. Ja. Okay, wir haben den Reifen. Das Wichtigste ist erstmal da. Oh, warte mal. Lass gleich mal ein bisschen Sprit mitnehmen. Danke. Oh, hier ist auch noch ein Mietstuhl. Den essen wir erstmal. Hier schön bei den Zombies im Rücken. Die im Haus rumschlabbern, glaube ich. Oh, Mietstuhl macht richtig einen Hunger weg. Geil. So. Pick up. Kippe hier erstmal die knapp 4 Liter, kipp ich da jetzt nochmal rein. Damit wir zur Not direkt ins Auto springen können und können losfahren, wenn irgendwas sein sollte. Ah, so. Wollen wir es kurz rausfahren, dass wir gleich flüchten können? Mal gucken, ob es überhaupt anspringt. Ah. Oh. Wir können fahren. Mach langsam. Nicht, dass es direkt zerlegst. So, und hält sie hier nochmal an. Wir gucken auf jeden Fall nochmal in die Kirche. Kann ich mein Zeug hier eigentlich draufwerfen? Also jetzt wirklich nur zur Not, wenn wir nichts anderes finden. Hier ist eine Machete. Die Axt vielleicht. Metal Scraps und die Komponenten, dass ich vielleicht noch ein bisschen was looten kann. Bleibt das da drauf? Holen wir uns mal das Benzin hier noch. Schön, nochmal ordentlich was zu essen. Sehr gut. So. Auch richtig spannend aus. Auf in die Kirche. Erstmal Beichte ablegen. Wahrscheinlich höchste Zeit. Have to fake it to church. Das aufnehmen? Nö. Okay, Türen kann man auch nicht rein. Hier ist nichts los. Hier ist nichts los. Bleibt mir vor der Enttäuschung die Stimme weg. Wollen wir in der Küche wohnen? Abbauen kannst, dann ist der Platz ein bisschen knapp. Könnte man gut zumachen, ne? Scheiße, ich bräuchte mal irgendwie eine Kiste oder sowas, wo ich mal ein bisschen was reinpacken kann. Ich will das nicht alles auf der Ladefläche lagern, das wird doch nichts, das kommt doch niemals zu Hause an. Hier jetzt schon wieder voll ist.
Krankenhäuschen? Da gibt's nichts. War hier eigentlich eine Rucksackerweiterung? Bestimmt, ne? War die nicht in so einem Schuppen? Nee, hier nicht. Hast du schon reingeguckt? Ich glaube, in irgendeinem Verschlag hier. Können wir nochmal eben den Liter Sprit. Stand eine Rucksackerweiterung. Hier ist noch ein Rack. Den Lehm kannst du erstmal behalten. Warte mal, jetzt hier. Ja. Was war das die? Eigentlich egal, ich nehme sie gerne mit. Ich nehme auch noch eine zweite mit, wenn in irgendeinem Verschlag hier noch eine ist. Nicht von hinten anröcheln. So, noch mehr Firewood. Würde ich mir eigentlich gar nicht das Inventar mit verstopfen wollen. Aber nimm es trotzdem mit, ne? Hier ist ein komplett leeres Haus. Das könnte man sich auch einrichten. Kannst aber halt nicht als Basis übernehmen, ne? Nee. Müsstest du noch ein Shelter hier hinbauen, um deine NPCs. Aber mitten in der Stadt. Wir werden schon noch ein passendes Wohnhäuschen finden. Gut, haben wir die dritte Rucksackerweiterung, der Pickup-Hammer. Leider keine Pulle. In die wir irgendwie, achso, oh, noch Getränke reinpacken könnten. Wollen wir nochmal auf der Farm da gucken, ob da irgendwo ein Eimer oder so steht? Bin ich jetzt irgendwie naheliegend? Oder irgendwas, wo wir Wasser mit transportieren können? Tja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es besser machen soll. Ich schmeiße es erstmal so hier drauf. Wie in der Stadt, ohne mich mit Zombies anzulegen, wüsste ich jetzt nicht unbedingt, wie wir das hinbekommen. So. Reicht das? Lass das Messer auch noch hier. Und das kannst du noch trinken. Bis jetzt haben wir echt Glück gehabt mit dem Mist. Munition schmeiße ich hier ungern drauf. Ein paar Meter können wir auch laufen, ne? Auch noch ein Haus. Cool, voll die Farm. Ist aber keine Banditen oder so. Was ist denn hier? Ach, eine Kette. Brauche ich jetzt nicht als erstes. Ach was. Tactical Grip. Ist das ein Waffenteil? Der hat Tomatensamen und eine Schrotflinte lag hier rum und Tactical Geschichten. Jo, man kann die looten. Da lag doch in der alten Mine auch mal so einer am Eingang rum. Alter Schwede, wir haben eine Schrote. Gott sei Dank. Das macht ja vieles
so viel einfacher. Ist nochmal so ein Rad für so ein Wägelchen. Aber das Wichtigste wäre jetzt ein Gefäß. Geil, Schrotflinte. Wie er die Axt wieder in der Hand hat und deswegen nichts anderes nehmen kann. Alles klar. Wir sind am Start und zwar komplett. So, guck mal, da hinten ist auch grüner Sift drin. Aber keine Zombies, oder doch? Würde sagen, oder doch? Nee. Hör mal. Ich weiß sowieso, aber irgendwie fast eher mit mir selber gesprochen. Wird jetzt klopfen? Gut, ich speichere und dann mache ich die Tür auf. Scheint mir der richtige Weg zu sein. Das hier puckert. Moment mal, Schaufel nehme ich erstmal. Das Ding haut mich jetzt hier weg. Kommen wir da hoch? Eigentlich kommen wir da wahrscheinlich sogar hoch. Ich mach doch. Was macht er denn? Achso, er ist da drunter gesprungen. Ja, geht. Ja, kommt sogar hier hoch. Geil. Kann ich nämlich von oben mal reinlinsen. Linsen, nicht Linsen. Bin ganz aufgeregt. Was ist das? Das ist so ein Nest, ne? Was man, glaube ich, mit Molly mal akkurat abfackeln kann. Die Bottle. Was liegt denn hier alles? Und dann müsste dieser grüne Mist auch verschwinden, wenn ich das richtig verstanden habe. Gott, das ist ja gruselig mit dem Gepucker. Ja, hier bist du reingekommen. Würde jetzt schon mal die wichtigsten Sachen gerne mitnehmen wollen. Zumindest, dass ich die Ecke nicht verpasse, wo hier vielleicht irgendwie eine Pulle oder ein Eimer steht. Das wäre nämlich echt dringend. Kann man auch recht vernünftig drin wohnen in dem Ding hier wahrscheinlich, aber es ist mir ein bisschen zu voll gestellt. Hier ist nichts weiter. Handschuhe und Jeans noch, aber die nehme ich jetzt nicht mit. In der Hoffnung, dass ich hier auf der Fahne irgendwas finde. Hier ist so ein Eimer, nimm nur den. Macht er wieder nicht.
Okay, wir brauchen Molly, wenn wir das nächste Mal hierher kommen. Dann probieren wir das nämlich direkt mal aus. Ob wir die Schlotze da wegmachen können, weißt du? Warte, ich erschreck mich jedes Mal so hart. Wo ist denn der jetzt gegengefahren? Das kam doch von hier, oder? Nee. Dachte, das kam von hier, aber ist überhaupt keine Straße. Hier ist eine Hundehütte, guck mal. Das Ding kannst du dir auch als Base nehmen. Aber wir waren ja unten an der Farm noch lange nicht fertig. Ich wollte noch mal wissen, wo der gegengeballert ist. Hier irgendwo? Das müssen wir kurz noch mitnehmen. Vielleicht auch hier unten an der Straße. Ich würde gerne mal das erste Event mal starten. Da unten. Ja, der ist es, ne? Jetzt auch fahren können, fast mit dem Auto. Ich komme. Ich rette dich. Wo ist denn der gegengefahren, der Stümper? Rescue. 3 Minuten. Ja, gut. Die Zeit habe ich über. Hallo. Thank you for saving me. Na klar. Need anything? Trade. Ach ja. Wenn ich dir jetzt eine Jeans gebe, oder brauche ich Ersatzklamotten? Scheiße, ich habe eigentlich gar keinen Schlunz dabei. Eine Komponente gebe, kriege ich da eine Batterie von ihm? Nee. Drei Komponenten kriege ich eine Batterie von ihm. Nee, nee, viel Glück. Aha. Wie er einfach nur was im Kofferraum hat. Hätte ich mir auch seine Tücher geben können. Naja, komm, ist egal. Sieht's aus, kann ich mich da noch reinsetzen? Nee. Ist nicht schlecht, wenn man mit denen handeln kann. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hinrennen? Hier lang? Ah ne, ich bin von hier gekommen. Glaube ich. Ja, über den Weg. Das da unten haben wir gelootet. Okay. Wir müssen unbedingt an der Farm noch schauen. Wir haben immer noch keinen Eimer. Oh Gott. Und ich muss auch dringend Schluss machen mit der Folge. Ja, gut. Ihr Lieben, dann geht es beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. War ein bisschen holprig, weil jetzt irgendwie ein paar Sachen dazwischen gekommen sind. Aber wir haben auf jeden Fall ein Pickup. Und das ist ja schon mal mächtig geil. Oder liegt auch noch Kram rum?
Aber ich brauche halt mal irgendwie eine Kiste oder so. Verdammt, mich noch eins. Dann gucken wir das nächste Mal nochmal den Rest der Farm an. In der Hoffnung, da irgendwie eine Flasche oder einen Eimer zu finden. Und für die Folge würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder stolz. Präsentieren wir nochmal unseren Pickup. Schönes Thumbnail habe. Und dann würde ich sagen, freue mich auf euch morgen in der neuen Folge Mist. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. Ihr einfach keinen Eimer rausrückt.